Ein herzliches Grüß Gott und schön, dass du wieder dabei bist. Heute zeige ich dir, wie man ein Geschirrtuch rationell bügelt und legt. Leg dein Wäschestück so auf die Bügelfläche, dass die linke Stoffseite oben ist. Beachte, die lange Seite liegt parallel zur Arbeitsfläche. Streife dein Geschirrtuch gut aus und ziehe es in Form. Glätte zuerst alle Säume, Kanten und Aufhänger. Bügle, wenn möglich, von deinem Körper weg. Arbeite fließend und sinnlogisch. Glätte die Mitte des Wäschestückes mit gleichförmigen Bewegungen im Fadenlauf. Ziehe deine gebügelte Fläche nach hinten und bügle die restliche Fläche ebenso. Nimm die beiden unteren Ecken, die bei deinem Bauch liegen, ziehe das Wäschestück leicht in Richtung deines Körpers und lege die Ecken in der Mitte des Wäschestückes ab. Nimm das Wäschestück an den unteren Ecken und ziehe es so auf deine Arbeitsfläche, dass es komplett aufliegt. Nimm nun die oberen Ecken und lege sie auf die unteren Ecken bei deinem Bauch. Leg deine linke Hand in die Mitte des Wäschestücks. Greife mit deiner rechten Hand nach dem linken Endstück deines Geschirrtuches und klappe es um, bring es auf deiner linken Hand zum Liegen. Zieh die linke Hand vorsichtig heraus. Streife das Wäschestück nochmals aus. Leg die rechte Hand auf die linke doppelte Seite des Wäschestückes. Greife mit der linken Hand nach dem rechten Endstück deines Geschirrtuchs und klappe es auf die rechte Hand. Zieh die rechte Hand vorsichtig heraus und dreh dein Wäschestück um. Streife es nochmals aus. Und schon hast du es geschafft. Nun noch eine Checker-Frage zum Abschluss an dich. Wie ist der Fachbegriff für den Griff, wenn du eine Hand auf dein Wäschestück legst und mit der anderen darüber greifst, um die Wäsche umzufalten? Du weißt Bescheid, dann viel Spaß beim Nacharbeiten.